Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Die Männer-WG! Oh Freunde, gestern nach der gestrigen aufregenden Folge mit der Lava, oh, ich bin so froh, dass ich einen Wassereimer dabei hatte und auch im Slot, ey, sonst wäre ich kläglich verbrannt. Gibt's heute mal keine Lava-Folge, hoffen wir das mal. Ich bin jetzt kurz im Lager, denn ich möchte gerade mal gucken, ob wir eventuell auch noch hier die Schienen haben. Das wäre natürlich mega. Aber Garten anpflanzbar, Rüstung, Ausrüstung, vielleicht, nö, hier auch nicht. Mobloot, naja, das ist Mobloot, das ist nicht so wichtig. Verschiedenes, da, perfekt. Und mal, guck mal, wir nehmen uns einen Minecart mal mit. Ich klaue die jetzt einfach, weil ich denke mal, es kann keiner gebrauchen. Zur Not gehe ich nochmal farmen und es hol für die allgemeine nochmal neue. Und ich möchte euch heute auch mal zeigen, habe ich ja in der letzten Folge erklärt, was ich da machen wollte. Und das zeige ich euch heute mal. So, und angekommen jetzt hier. Boom, zack. Das ist immer so toll mit den Katzen. Also, ich zeige euch heute mal. Da sind wir da schon. Hallo. Halbe Stunde Weg überbrückt. Und zwar habe ich mir überlegt, das genau so zu machen. Ich kann ja schon mal einen Teil legen. Das Einzige, was ist halt nicht, was nicht ist, hier in dieser Wand wird dann später das Drop-System kommen. Das heißt, ich drücke hier einen Knopf, habe hier Scheiben und dann sehe ich so, fumm, wie es droppt. Dann fährt es unten links, kommt hier wieder raus. Das heißt, wir setzen hier mal an und bauen hier die Schiene. Und genauso möchte ich das nämlich machen. Die Schienen fahren hier lang. Das heißt, die andere Schiene fährt auf dieser Seite lang, sodass man hin und her fahren kann. Ja, aber man kann in der Mitte noch, wenn man sagt, okay, ich möchte nicht laufen, kann man in der Mitte lang laufen und die Leute können einfach an einem vorbeifahren. Ich hab mir auch überlegt so, ja, aber es sind ja zwei breit in der Mitte. Wenn es ein breit gewesen wäre, dann hätte ich mir eine andere Lösung einfallen lassen, dann hätte ich sie vielleicht in der Wand fahren lassen, die Minecarts oder sowas. Aber ich meine, es funktioniert ja auch. Sollte eigentlich. Wenn ich ihn jetzt hier hinsetze und reinfahre, dann kann ich hier fahren. Klar, Antriebsschienen müssen auch noch gebaut werden. Das ist natürlich ganz klar, weil man kann natürlich nicht mit der Eigenständigkeit durchs W-Drücken hier fahren, weil das ist natürlich übelst langsam. Denn ich meine, überlegt euch mal, wie ich gerade gefahren bin. Ich gerade so gefahren, so, warte, nee, sneaken. Ich bin gerade so gefahren. Und ich kann halt so schnell rennen. Das heißt, wir müssen natürlich hier Antriebsschienen machen. Das heißt, es werden wahrscheinlich pro Säule eine Antriebsschiene kommen, sodass sie halt immer richtig schön am Fahren sind, richtig schön am Pesen sind. Und genau das habe ich halt vor. Und wir können jetzt einfach mal für diese Folge die Sachen setzen. Ich würde sagen, wir sehen uns nach einem großen Cut wieder, wenn ich es gesetzt habe. So, jetzt haben wir das ja hier geschafft. Plupp, das waren jetzt alle. Okay, ein bisschen fehlt noch, aber so viele sind das gar nicht, die fehlen. Aber wir müssen trotzdem noch mehr holen, denn wir brauchen unbedingt, brauchen wir natürlich hier die Schienen, die dann hier, also beziehungsweise hier die Schienen, die dann von unten hochkommen, hier raus. Und genau das gleiche auch, die dann hier reinfahren nach oben und von oben. Das ist nämlich genau die Sache. Die fahren dann später hier rein, fahren nach oben und dann hört die Schiene auf, so dass die Lore in den Schacht fällt und oben wieder auf den Loren landet. Und dann, wenn man hier wieder drückt auf den Knopf, macht das tuff, tuff. Und dann kommt hier eine raus. Das werde ich mit Metos bauen. Genauso wie hier die Pisten. Nochmal schauen, wie wir das machen. Ob wir die, ja, 1x1 machen. Das ist ein bisschen doof eigentlich. Eigentlich wollte ich halt komplett eine ganze Pistendor machen. Ich denke mal, das wird auch so ein bisschen der Fall sein, dass dann hier auf dieser Höhe eine Pistendor kommt. Ah, man muss mal schauen, wie wir das machen. Am besten wirklich vielleicht auch eine Pistendor, die halt wirklich hier auf der Art der Blöcke rein und raus fährt. Mal schauen, also da werde ich mit Metis mich in Verbindung setzen und was machen, hat er auch schon gesagt, da hat er Bock drauf. Und genau das gleiche hier auch. Und da werde ich mal Metis fragen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, wenn ich einen Knopf drücke, dass der Pisten nicht so auf und zu geht, sondern dieses auf zu, ne? Damit halt wirklich nur eine Lore durchfällt. Oder vielleicht ein anderes System, aber auf jeden Fall, was halt genauso funktioniert, dass halt oben das reinfällt und dann fährt unten raus, dann kannst du das machen. Dann fährt man in die andere Richtung. Dann könnt ihr euch jetzt auch mal richtig vorstellen, wie ich das meine. Dann fährt man nämlich hier in die andere Richtung. Kommt hier an. Ja, habt ihr gerade gesehen, wie ich wahrscheinlich schnell geflitzt bin. Kommt hier an, dann steigt man hier wieder ab, dann fährt das Ding wieder in der Wand rein. Also das wird wahrscheinlich so ein Block sein oder so, keine Ahnung, wie ich das mache, dass man wirklich stehen bleibt. Oder beziehungsweise man springt einfach raus und es fährt automatisch dann rein, wieder über Kopf, kommt dann hier wieder rein. Und dann kannst du dann, wenn du wieder zurück willst, drückst du einen Knopf, dann kommt es raus, dann steigst du ein und dann fährst du über die erste Antriebsschiene und dann geht's dann ab. Ja, so habe ich mir das nämlich genau vorgestellt, Freunde. Das ist einfach eine ganz coole Lösung, finde ich. Und so muss man das auch nicht mal langlaufen. Ich meine,
es geht auch relativ schnell, aber trotzdem dauert es halt auch irgendwie relativ langsam. Weil guck mal, dieser kleine Weg bin ich jetzt gelaufen. Das ist halt nicht viel eigentlich und dauert ja. Ich liebe dich auch, Enderman. Das dauert halt einfach seine Zeit und so überbrücken wir das einfach nochmal. So können wir nebenbei, weiß nicht, faulenzen, nochmal ein Buch lesen oder so. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ist einfach ein bisschen einfacher. Was ich aber nicht vergessen darf, und das ist nämlich so eine Notiz an mich selbst. Ich kümmere mich gerade nur um diese ganze Geschichte hier. Was ich aber nicht vergessen darf, ist die gute Unterwasserkuppel. Denn wie ihr seht, ist sie noch nicht fertig. Das hier, das alles hier, dieser ganze Kies, der muss noch komplett umgebaut werden zur Erde. Ich meine, der Rest ist schon grün geworden, aber gut, wir müssen das auch noch bepflanzen. Irgendjemand hat hier Knochenmehl gesetzt, nice. Wir müssen das auf jeden Fall alles noch bepflanzen und diese untere Plattform hier, die ist einfach viel zu flach. Das heißt, das muss alles wieder angepasst werden, ein bisschen schicker, ein bisschen natürlicher aussehen, weil das hier ist einfach viel zu platt, also meiner Meinung nach. Ich möchte hier so ein bisschen Bäume pflanzen, ein kleines Haus bauen, halt eine schöne Location machen auf jeden Fall. Und das geht natürlich nicht mit so einer riesen platten Stelle. Ich meine, wahrscheinlich trotzdem schick, aber es sieht halt dann ein bisschen doof aus, wenn das... Es ist meiner Meinung nach einfach viel, viel zu platt. Nochmal schnell schlafen gehen. Was ich noch sagen wollte, was mir nämlich gerade einfällt, und zwar dieser ganze Schnittstil, den ich jetzt hier mache, den kann ich aber leider Gottes nicht in den Folgen mit den anderen machen. Weil das Problem ist natürlich, die anderen machen ja diesen Schnittstil nicht mit. Das heißt, ich sitze dann da und nehme 20 Minuten auf, beziehungsweise weil ich ja so schneide. Aber das Problem ist, sie hören nach 15 Minuten auf. Die Sache ist einfach, wenn ich das machen würde, würde ich dann hier natürlich noch 5 bis 10 Minuten alleine sitzen und quatschen. Und das ist natürlich auch ein bisschen doof, den anderen gegenüber und für mich natürlich auch. Deswegen, morgen kommt dann nämlich schon wieder die erste Folge mit den anderen. Da wird auch Metos sein Gast dabei sein. Freue ich mich auch sehr drauf. Also wenn ihr da nochmal schauen wollt, schaut gerne bei mir auf jeden Fall mal rein. Aber wenn ihr auch Bock habt, schaut einfach bei Metos rein. Da seht ihr das aus seiner Sicht, weil ich werde wahrscheinlich nicht den ganzen Tag bei denen rumhocken. Oh, das steht hier immer noch. Metos muss draußen bleiben. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich dann halt in diesen Folgen, wo ich mit den anderen aufnehme, halt eine 15-Minuten-Folge mache, ohne wahrscheinlich viel zu cutten. Also ich werde natürlich gucken, dass ich ein paar Sachen mache, aber dann ist es halt so, dass ich vielleicht kein riesiger Cut hat, sondern dass ich ein bisschen Timelapse benutze und so. Ja, muss ich mal schauen. Da werde ich auf jeden Fall nicht so groß mit dem ganzen Cutte arbeiten. Ja. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wo geht der Kalle denn hin? Ja, ich will nämlich euch noch was anderes zeigen. Und da sehen wir uns gleich. Tja, und wer hätte es gedacht? Wir sind in meiner Hütte. Ich glaube, das haben jetzt einige von euch schon gedacht. Da will er bestimmt in seine Hütte rein. Und genau das ist es nämlich. Weil ich habe ja eben gerade gesagt, dass ja ich ja nicht vergessen darf, die Kuppel zu machen. Und genau ist das hier. Das habe ich eigentlich auch noch vor in dieser Staffel Männer-WG. In diesem Remake, dass ich ja hier das Flugfeld machen wollte. Was ich ja damals in der ersten Staffel schon machen wollte. Ich weiß nicht, ob sich einige daran erinnern. Ich müsste jetzt die Folge raussuchen und reinschnippeln. Mal schauen, ob ich sie gefunden habe. Wenn ja, dann habt ihr es jetzt gerade kurz gesehen, einen kleinen Ausschnitt, wo ich darüber erzählt habe. Wenn nicht, dann habe ich die Folge nicht gefunden unter den ganz vielen Folgen. Dann bin ich einfach blind. Ja, dann könnt ihr gerne einfach mal reinschreiben. Hashtag Blindfisch in die Kommentare, wenn ich es nicht reingeschnippelt habe. Ja, dann wäre ich einfach zu blind dafür. Und ihr könnt ja gerne nochmal reinschreiben. Yo, Kalle, das war das Video, Minute, so und so. Aber keinen Link reinposten, weil dann wird es nämlich nicht angezeigt. Weil Links werden automatisch von YouTube als Spam markiert. Werden nicht freigeschaltet, weil das natürlich nur ich darf Links reinschreiben. Und ja. So, und wie gesagt, habe ich ja gesagt, hier möchte ich unbedingt das Flugfeld haben. Da sammle ich ja auch ganz fleißig Stein von. Das zeige ich euch mal. Angekommen. Oh Mann, ey. So, und hier ist es nämlich genau. Diese Kisten sind voll mit Cleanstone. Komplett voll. Also die noch nicht. Und es werden wahrscheinlich noch viele mehr. Denn die hier baut auch mit Cleanstone. Und ich werde immer mal so machen, wie ich das wie hin und her wechseln. Mal so, mal so. Ach, hier ist meine andere. Ne, die baut nicht mit Dings auf, die baut Cleanstone ab, und zwar die Silk Touch. Und manchmal baue ich halt so ab, weil ich wieder Kobbel brauche, und manchmal baue ich das nicht ab. Und apropos Kobbel, ich habe ja unten in der Kiste, als ich ja in der letzten Folge
die Schienen geholt habe, habe ich ja Kisten gesehen mit Koppel. Ich glaube, die werde ich mir jetzt mal gönnen. Aber ich glaube, ich verabschiede mich jetzt trotzdem mal. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht komplett die 15 Minuten voll haben, aber das ist jetzt nicht so schlimm, mein Gott. Ich richte mich da sowieso nicht groß nach. Hier es gibt ja dieses System, dass man ja irgendwie sagt, ab 10 Minuten oder 10 Minuten 31 oder so, dann kann man Werbung schalten oder irgendwie, ach, keine Ahnung. Das nehme ich gar nicht so groß ernst. Wenn es 6-Minuten-Videos sind, sind es 6-Minuten-Videos. Wenn 15-Minuten-Videos sind, 15-Minuten-Videos und so weiter und so fort. Also, das ist mir relativ schnuppe. Und ja, auf jeden Fall möchte ich mich in diesem Sinne hier von euch verabschieden. Die nehmen wir mit. Oder freut man sich über Erde, weißt du, normalerweise wirft man die weg. Und ich freue mich jetzt gerade wie Bollerer über Erde und denke mir so, die nehme ich mit, aber die brauchen wir für die Kuppel. Juhu! Aber jetzt wieder sagt, so wie letzte Folge schon gesagt habe, bevor ich jetzt hier wieder 1000 Jahre rede, würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würde ich mich natürlich richtig drüber freuen. Lasst gerne noch ein Abo da. Und klingelt auf jeden Fall die Glocke. Vergesst das nicht, Freunde. So verpasst ihr keine Streams, keine Videos mehr, gar nichts. Und ich freue mich natürlich darüber, dass ihr das getan habt. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall weg. Macht's gut, Freunde. Auf Wiedergeschaut.